Gleichstellungsarbeit, Geschlechterforschung und Information. Das CES steht für mich für eine zielorientierte Gleichstellungsarbeit, für ganz viel Professionalität und natürlich auch für nette Kolleginnen. Das CES steht erstens für den Ansporn für eine innovative Geschlechterpolitik in den Hochschulen, zweitens für die Forschung für bessere Hochschulstrukturen und drittens für die Mobilisierung von Hochschulen durch Anreize wie Gleichstellungsranking und kompetente Beratung. Analysen, Unterstützung und im allerbesten Sinne Chuzpe. Wenn wir anfangen müssen aufzupassen, ob wir nicht mehr Programme für Wissenschaft, Lehre, mehr Männertoiletten und eine gleiche Bezahlung für Wissenschaftler brauchen. Also so in 50 Jahren. Geschlechtergerechtigkeit ist erreicht, wenn es kein Gender Pay Gap mehr gibt, wenn Care-Aufgaben verteilt und in der Wissenschaftskultur berücksichtigt sind. Geschlechtergerechtigkeit ist erreicht, wenn Frauen im gleichen Maße Leitungspositionen innehaben wie Männer und wenn Sexismus ein Begriff aus der Vergangenheit ist. Geschlechtergerechtigkeit in der Wissenschaft ist dann erreicht, wenn wir auch den alltäglichen Sexismus auf dem Campus losgeworden sind und die sexuellen Diskriminierungen und die Gewalt. Wir müssen alle gendersensibler werden. Jeder, jede von uns trägt unbewusste Vorurteile mit sich herum. Althergebrachte Strukturen zementieren diese Vorurteile. Dabei müssen Positionen an Hochschulen nach gendergerechten Qualitätskriterien besetzt werden. Struktur- und Kulturwandel und Intersektionalität. Die zwei wichtigsten Handlungsfelder sind für mich eine Verbesserung der Situation der KollegInnen im akademischen Mittelbau und natürlich mehr Geschlechterforschung, und zwar in allen Fächern. Eine 51% Frauenquote und eine 51% Frauenquote. Das CEFS hat zwei Jahrzehnte enorm wertvolle Arbeit geleistet. Ich gratuliere ganz herzlich zum Jubiläum.